das mitteilen möchte, dann seid ihr wie immer herzlich eingeladen. Mir kommt so eine Frage, dass er wurde gerade die ganze Zeit darüber sprichst, über Dankbarkeit. Es ist ja auch ganz schön aus unserem Leben rausgegangen, also was Dankbarkeit ist, weil ihm halt bestimmte Dinge fehlen in unserem Leben, also auch in der Gesellschaft. Es liegt an unserer Lebensweise, einfach wegen dieses Konsumierens, wie du schon sagst, und die Gier und all die Dinge, die wir uns so besetzt halten. Oder auch dieses tagtägliche Arbeiten und einfach die zu sehen, dass die meisten Menschen keine wirkliche Freude für ihr Dasein haben. Das müsste einfach alles wiederentdeckt werden. Es gibt Werkzeuge dafür, meine wie Meditation oder so, wo, ja, und auch gewisse Zeremonien, die sind sehr wichtig, aber und keine, oder Rituale, aber die meisten wollen keine Rituale mehr. Was ich verstehen kann, ist, weil die meisten Rituale auch tot sind. Das hat nichts mehr Lebendiges. Oder Zeremonien, die so früher wichtig waren für die Menschen. Ich habe das Gefühl, dass sich irgendwas in unser Leben umgestaltet langsam und dass es neue Gestalt annimmt. Also, dass das Alte geht und irgendwie das Neue kommt. Aber bis dahin ist dann irgendwie so ein Vakuum oder irgendwie so ein Raum, wo noch nichts sich entwickelt und ganz langsam entwickelt. Aber es ist eben halt am Rande. Es sind halt in der Minderheit von ganz wenigen Menschen, die mehr von ihr leben wollen, die mehr sensitiv sind, die ja, einfach mehr auf der Suche sind und die bestimmte Werkzeuge anwenden, um wieder zu dieser Dankbarkeit, diese zu spüren. Ja? Und ich, wenn ich von mir rede, wenn man mir erzählt, erfahre ich das hin und wieder auch. Ne? Das ist so, das merke ich daran, dass ich Momente von Ekstase spüre. Also so über das Dasein, weil ich so eine gewisse Zartheit spüre, die durch die Meditation entsteht. Und zu mir selber, zu dem Leben und spüre, wie fein alles ist, wie fein durchwoben alles ist. Und wenn man genau hinschaut, oder wenn ich genau beim Hinschaue, bin ich am richtigen Platz. Auch wenn ich manchmal jammer, ich möchte gerne dort sein. Aber wenn irgendwann die Rückkopplung passiert, wie manchmal in der Meditation passiert, dass sich was öffnet, dann merke ich, hey, wow, ich bin genau hier und es ist genau richtig, dass ich jetzt bin. Der Verstand will es nicht immer wahrhaben. Aber mein Herz, oder wenn ich davon her ausgehe, spürt, dass das richtig ist, dass jetzt der Moment richtig ist. Und was ich feststelle, ich kann feiern. Ich kann wirklich feiern, wenn ich das auch alleine zu Hause mache. Ne? Ich kann Musik auflegen oder ich fühle Musik in mir, dann stehe ich auf und wie ihr es den Sorba-Film kennt, wenn der Alexis Sorbas tanzt, dann, so geht es mir dann auch, dass ich dann irgendwo tanzen möchte. Und das drücke ich damit aus, das ist meine Dankbarkeit in dem Moment, was ich zum Leben spüre. Danke, dass ich so voller Leben bin. Danke, dass ich mich auf dem Weg befinde und ich fühle mich gut damit. Und nicht an irgendwelchen Glauben zu hängen, sondern irgendwo zu spüren, wie die Intelligenz aus mir selber herauswächst, dass ich gar nicht unbedingt Bücher brauche, um Bestätigung zu finden, sondern ich lese gerne natürlich meinen Meister, aber das ist einfach nur, weil ich mich freue an den Worten, genauso wie ich mich freue an deine Worte, wenn du erzählst. Und wenn ich merke, ja, das ist ein Anklang, ne, spüre ich dann auch. Aber so wie es eben halt, das Leben hat auch immer beide Seiten. Ich spüre auch immer wieder auch die verletzende Seite in mir selber. Es ist, die Dankbarkeit hat nicht lange, ist nicht lange da. Man muss immer wieder, ja, muss immer wieder sich aus dem Neuen schöpfen, würde ich mal so sagen. Das kann man nicht festhalten. Ja, das ist eine Dankbarkeit, die passiert, die kann man nicht wollen. Und wenn man hinterher dann, da geht sowieso nichts. Aber diese Momente sind wertvoll und zeigen mir, dass wenn passieren, dass ich in einem richtigen Moment bin, dass ich in der richtigen, also wie eine Gitarre gestimmt ist, ein Musikinstrument fühle ich, wie mein inneres Musikinstrument gestimmt ist. Und das ist so wie, danke, ey,
wow, ich kann es richtig genießen. In dem Moment spüre ich wie so ein Tor, wie sich das öffnet. Aber leider bleibt es nicht lange da. Das sage ich jetzt mal aber. Aber für den Moment denke ich mir, hey, ist doch völlig wurscht. Wenigstens ist es passiert. Aber du weißt ja, wie der Verstand mit seinen schnattert immer auch rum und kritisiert und will immer und sagt immer irgendwas und flüstert ein. Ja, und das ist eben halt, was wir in unserer Gesellschaft nie gelernt haben oder auch von den Eltern und Pädagogen sind oder Reformer oder egal was, dass wir hier es nicht gelernt haben, für irgendwas dankbar zu sein. Egal welche Situation oder so. Aber jetzt ist die Frage vielleicht an dich, also ja auch aus deiner Position, aus deiner Erläuterung oder aussprechen kannst, wie, ja, ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht anders, wir kommen die Worte jetzt mal so, ich möchte jetzt nicht, dass du beschweinst, aber irgendwo passiert so. Wie würdest du Menschen dazu bringen, die Dankbarkeit wieder zu fühlen? So einfach ist es auch nicht. Erstmal habe ich das Gefühl, sind wir noch dicht oder zu, verschlossen oder noch gar nicht mal bereit. Aber wenn einer bereit ist, wie bringst du ihn dazu, mal hinzuspüren, die Dankbarkeit zu wahrzunehmen? Was muss passieren? Ja, also ich kann niemanden irgendwo hinbringen. Ich kann einfach immer nur einladen und einladen zu schauen. Und wenn was passieren möchte, dann wird es passieren. Aber hinbringen funktioniert nicht, das wissen wir, denke ich. Ne? Dieser, also Dankbarkeit ist ein Teil von diesem Einlassen an diesen Moment. Ist eine Tür dahin. Ne? Eine Tür in das Feiern, wie du auch gesagt hast, und in die Ekstase und in die Freude und in das totale Leben von jetzt. Das heißt, wir können immer nur anfangen mit dem, was hier ist. Und ein Ding ist, wo ganz viele Menschen drin hängen, ist, es wird irgendwas gesehen, irgendwas gespürt, oder meistens merken die Leute gar nicht, dass da eigentlich irgendwo ein Gefühl ist, und dann ist es da oben irgendein Problem. Und die Aufmerksamkeit, die eigentlich ein unendliches Potenzial an Weite hat, wird dadurch, je konkreter das Problem wird, umso mehr wird die Aufmerksamkeit so. Ja. Und dann sehe ich von der Fülle von hier noch so viel. Ne? Und was ich sehe, ist ein Problem. Das heißt, ich bin von der Dankbarkeit relativ weit weg. Scheiße, ist ein Problem. Recht viel mehr habe ich nicht. Ja, dann sind wir in diesem grauen Isolationshaft-Gefängniszelle. Da bin nur noch ich und mein Problem. Und das Leben ist ganz weit weg. Das heißt, letztendlich geht es darum, der Aufmerksamkeit zu erlauben, sich zu weiten erstmal. Das heißt, ich muss wirklich spüren, was hier ist. Ja? Weil wenn ich nur das Problem sehe hier oben, dann spüre ich auch nicht, was eigentlich in dem Körper gerade passiert. Das heißt, eine Richtung, in die ich einlade zu öffnen, ist erstmal in den Körper, ins Fühlen. Körper und das Fühlen sind eigentlich eins. Das ist sozusagen das Öffnen in die tieferen Schichten des scheinbaren Innen. Ja, von diesem menschlichen Wesen. Und dann kann ich mich auch öffnen, in scheinbare Außen zu sehen. Ja. Ich sitze hier mit meinem Problem. Trotzdem zwitschert da ein Vogel. Trotzdem sitze ich auf Mutter Erde. Trotzdem kommt da vielleicht gerade jemand, der mir ein Lächeln schenkt. Oder irgendwas. Ja. Das heißt, der Aufmerksamkeit zu erlauben, einfach ein Stückchen weiter zu werden. Weil die Geschenke sind einfach in dieser grauen Problemwelt, da ist nicht viel ein Geschenk. Aber wenn die Aufmerksamkeit weiter wird, dann ist da immer noch
einen Knoten hier oben und vielleicht einen Schmerz hier. Aber es ist ganz viel anderes auch da. Ja. Und aus der Verbundenheit und der Dankbarkeit an die ganzen anderen Dinge, die auch noch da sind. Ja. Das Problem mag riesengroß erscheinen und trotzdem entdecke ich vielleicht ein paar Sachen, für die ich einfach gerade dankbar sein kann. Dann ist da ein ganz anderes Gegengewicht, also aus dem ich auch diesem Problemknoten ganz anders begegnen kann. Ja. Ein anderes Ding, was immer hier ist. Ja, so die Mutter Erde ist irgendwie auch immer hier. Und die Luft zum Atmen ist auch meistens hier. Was immer hier ist, ist auch Sein einfach. Ja, die Stille. Die Formlosigkeit. Auch das ist was, wofür ich mich in jedem Moment öffnen kann. Die Aufmerksamkeit. Und was das ultimative Zuhause-Sein ist. Und für dieses absolute Zuhause-Sein ist auch absolute Dankbarkeit da. Das heißt, das Öffnen kann passieren in die Formlosigkeit und in die Form. In zwei Richtungen. Und es kann für manche Menschen hilfreich sein, da kleine Rituale zu entdecken oder wieder zu entdecken. Ja, ich kann mich für mein Essen bedanken. Ich kann einfach mal kurz überlegen, was da alles dazu beigetragen hat, dass ich ein Essen vor mir habe. Sowohl an menschlicher Arbeitskraft oder Liebe, ja, der Gärtner, der den Salat gegossen hat, und die Erde und die Sonne und Mikroorganismen oder wie auch immer. Ich glaube, wir sind alle recht intelligent heutzutage, dass wir diese Zusammenhänge relativ leicht erkennen können, wenn wir uns da ein bisschen Raum geben dafür. Es ist nicht so schwer. Und ich finde es auch ganz schön, das Entdecken von diesen Ritualen oder Zeremonien, was auch was ganz Lebendiges sein kann. Ja. Ich muss mich nicht vor jedem Essen gleich bedanken, sondern ich kann einfach in jedem Moment neu schauen, was entdecke ich eigentlich für Zusammenhänge? Wie ist das Leben eigentlich verbunden? Wie bin ich eigentlich Teil von dem Ganzen hier? Wie zeigt sich die Verbundenheit? Und es ist ganz schön, wenn da jeder in seine eigene Intelligenz auch geht. Und wenn für dich oder für mich oder für jemanden da ein kleines Ritual entstehen mag, ist das auch wunderbar. Genauso ein Ritual ganz praktisch mit den Händen. Oder auch letztendlich sind diese ganzen Werkzeuge, die wir von Ramana bekommen haben oder von irgendwelchen anderen Weisen des Orients oder auch des Westens, der Innenschau, ja? Selbsterforschung, wer bin ich, oder bestimmte Formen von Meditation sind auch einfach Möglichkeiten, die vielleicht zu den ersten Tritt dich an die Hand nehmen und dich dann in deine Intelligenz entlassen. Und ein Ritual ist das Gleiche. Es nimmt dich für die ersten drei Schritte an die Hand und lässt dich dann in die Freiheit deiner eigenen Schöpferkraft. Und das ist was ganz Wunderbares. Und letztendlich, was es so schwierig macht für die Leute, sich zu öffnen in das hier, ich werde wirklich konfrontiert mit meinem ganzen Schmalen, mit meiner ganzen Menschlichkeit, mit meiner Ehrlichkeit, mit meinem unterdrückten Schmerz, mit meiner Wut, mit allem. Ja? Es muss ehrlich sein. Frage mal eingeworfen, immer noch, trotz deiner, du bist ja erwacht, oder wie man es jetzt nennt, ist passiert das, was du jetzt gesagt hast. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich bin einfach Mensch. Ja. Ja, okay. Und was ich hier merke in den letzten, oder zur Zeit verstärkt, ich hatte früher sehr stark das Feuer in die Formlosigkeit. Ja. Die Dankbarkeit oder die Liebe in die Formlosigkeit. Und jetzt passiert gerade ganz stark das Feuer in die Form. Ja.
die Sehnsucht, wirklich jeden Moment als Ausdruck des einen zu feiern, zu erleben. Und ich entdecke viele Dinge in diesem menschlichen System, sehr viele Dinge. Und da ist ganz viel in Bewegung, da ist nichts angekommen. Der Tanz ist gerade sogar relativ schnell, der Rhythmus. Ja. Ist nicht langsamer geworden, ist eher schneller geworden zur Zeit. Das heißt, dass es sich auch immer wieder bei dir verändert, diese Zustände. Also ja, es gibt keinen Zustand, es gibt. Okay. Ja, hier sein verändert sich nicht. Hm. Aber Lebendigkeit ist ein permanenter Wandel. Gott sei Dank. Ja. Genau das ist Lebendigkeit. Permanenter Tanz. Ja. Und ich würde es niemals eintauschen gegen irgendeine. Das will ich jetzt auch nicht sagen, wenn es irgendwann wirklich so ist. Aber es ist momentan nicht so. Und ich habe keinerlei Interesse, das, was ist, gegen irgendwas einzutauschen oder mit irgendwas zu vergleichen. Ja, mit irgendeinem Zustand, den vielleicht mal irgendjemand beschrieben hat, zu vergleichen. Aber mich interessiert mich nicht. Ja. Eine Frage, wo der Groschen gefallen ist, das. Wo das mit dir passiert ist, warst du schon in dieser Bereitschaft vorhin? Nee. Oder die Bereitschaft ist was, was wächst und wächst und wächst. Und sie ist davor gewachsen und sie wächst jetzt. Ja, okay. Und einfach meine Seinsnatur zu erkennen. Also dieses grenzenlose Hiersein als meine Natur zu erkennen oder als den formlosen Aspekt meiner Natur zu erkennen. Wie ich vorhin gesagt habe, die Öffnung kann passieren in die Form und sie kann passieren in die Formlosigkeit. Und in dem Leben hier, für Philipp, war diese Möglichkeit, permanent an die Formlosigkeit angebunden zu sein, einfach ein großes Geschenk, um mich zu öffnen für das, was gerade hier ist, um in die Ehrlichkeit zu gehen. Um ganz ehrlich, ganz einfach Mensch zu sein. Und nicht mehr vor Zuständen, die hier passieren, vor unangenehmen Situationen davonlaufen zu müssen. Sonst noch was. Auch von dir, ich will dich nicht. Ja, ich möchte nicht alleine die ganze Zeit mit reden. Ja, ich auch. Bin heute. Ja. Ja, ich merke, wie so es immer nachtropft, wieder so, was ich sah, was da rauskommen möchte. Für mich war immer oder ist immer noch wichtig, lange Zeit meditiert. Und auch für mich ist es immer wichtig, mich in den Körper zu bringen, immer wieder, weil das der Anker ist zum Jetzt, so, wo die ganze Aufmerksamkeit hineinfließt. Und für mich ist es Dynamische. Ja, für mich ist es so ein Energy Booster, also Booster oder so ein Splash, was da passiert. Ja. Und das, wenn ich es dann morgen mache, Dynamische, das verteilt sich über den ganzen Tag. Ich habe manchmal so eine leichte Gänsehaut, so ein Wohlgefühl, das umgibt mich dann. Also so eine, dieser Splash oder was da passiert ist in der Dynamischen. Und das geht dann den ganzen Tag, so ein leicht ekstatischer Zustand. Egal, was ich machen muss, manchmal auch viel arbeiten oder auch in Stresssituationen reinkommen oder sowas. Ne? Ich empfinde das nicht mehr als unangenehm, sondern als was Lebendiges, was gerade der Austausch mit dem Leben ist. Ne? Und das finde ich interessant. Und wenn ich jetzt so einsprechen auf Frage, ist das halt einfach nur, um zurückzukoppeln, aha, so machst du es. Wie geht es denn mit mir damit? Also so, um zu spüren, wenn ich so frage, wie gehe ich damit um? Und mir fällt auch so ein Satz, weil gerade es wichtig ist, in seinen Körper zu kommen, weil er meistens sehr dumpf ist, wenn man zum Beispiel von der Stadt kommt, das kennt man dann.
kenne ich dann. Ich brauche manchmal eine Dusche oder ich brauche eine Kundalini oder einfach das abzuschütteln oder irgendwie wieder zu mir zu kommen, damit ich diesen Film von der Stadt oder wo in welchen Energien, Dingern ich drin war, es loslassen kann, weil es manchmal einen so richtig, boah, brauche ich, dass es dann wieder weg ist. Ne? Also dieses dumpfe Gefühl. Und Kundalini ist zum Beispiel auch schön, weil man dann so abschütteln kann und einfach wieder zu sich kommt. Ne? Also ist eine ganz tolle Meditation, finde ich. Du sprichst von der Kundalini-Meditation. Ja, die Schwester-Meditation, die dynamischen. Also das ist dann was abends für mich dann meistens fertig ist. Ne? Oder so irgendeine andere Meditation, ist ja auch wurscht. Oder einfach eine gute Musik auflegen und einfach loslassen. Aber ich merke, es sind ganz besonders für mich auch wichtig, also weil ich das auch mit anderen geteilt habe und von vielen einen weiß, dass es denen auch wichtig ist, über den Körper wieder zurückzukommen, also zu sich selber. Ne? Also dass man wieder sich spürt. Und Tanzen ist ein gutes Mittel für sowas oder wie ich schon genannt habe, die Meditation. Oder einfach ja. Oder gute Umarmung zu einem Freund oder Freundin, also die man sehr gerne hat, sich einfach mal umarmen und einfach wieder sich zu spüren. Für mich ist das ein Lebenselixier, einfach braucht es. Es ist gar nicht mehr wegzudenken in meinem Leben. Ne? Und ich spüre darüber, wenn ich es tue oder wenn ich es mache, dass ich offen bleibe oder öffnet, sich immer weiter öffnet und dass ich in dem Zustand bleiben kann. Ich brauche den zu vermeiden oder weg. Also, dass das weggeht von mir. Für mich ist nur wichtig, dass ich damit weitermache. Dass ich halt einfach ja, meine Aufmerksamkeit immer dahin bringe, immer am Puls zu sein, im Leben zu sein, einfach zu spüren. Und auch die Stille oder manchmal mich nur auf die Couch zu setzen, gar nichts zu machen, gar nicht mal vorzuhaben, zu meditieren, einfach da sitzen und einfach genießen, was ist. Ne? Einfach da sein und wieder im Gefäß zu kommen. Ja, das sind so für mich so wichtige Teile im Leben. Vielleicht möchte ich das nur einfach gerne hier mitteilen, weil mir eben auch so wichtig ist, dass das, was man auch machen kann mit sich selbst, um reinzukommen in seine Form. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Genau, es ist wunderschön, wenn Menschen entdecken, was für sie einfach Werkzeuge sind, Möglichkeiten sind, um zu feiern. Ja. Das Leben. Ich glaube, das Leben freut sich, wenn es frei fließen darf, ja. Ja, auch wenn es immer heißt, in Advaita, da ist niemand und es interessiert niemanden. Aber das Leben, ich habe das Gefühl, das Leben tanzt gerne. Ja. Ich finde Advaita, ich sollte man einfach gar nicht so vielen Menschen erzählen. Also ich finde es rechtlich unrichtig ungesund. Also wenn ich dann manche sehe mit ihren langen, betretenen Gesichtern und von ihren Advaita, ja, dann denke ich, mein Gott, ey, das ist so im Hirn, das ist denen so im Kopf, was ist Leben? Und ich bin immer gerne auch, so ich merke halt einfach, ich bin da manchmal rebellisch, ich sage manchmal irgendwie einen Satz dazu einfällt. Das ist immer wieder zu kippen, ne? Weil ich finde, das ist schon ganz schön mein Ding, also so Leute in ihren Kopf damit zu kommen und ihren Art weiter erklären. Und es ist nicht gerade sehr hilfreich unbedingt. Ja, ich meine, absolute Weisheit, ja, ja. Weisheit des Seins. Das würde ich noch reich von Menschen zu hat geben. Was Wundervolles. Ja. Aber relative Weisheit, ja. Was hier in diesem Moment in deinem Körper und in deinem Wesen passiert und was passieren möchte, wie sich das, wie der Tanz in jedem Moment weitergeht, ist deswegen nicht minder wertvoll. Hat seine Schönheit. Ja. Und ich glaube, das sind beides ganz wichtige Flügel für unseren Flug. Es ist immer schön, so Erkenntnisse oder auch Methoden oder Wahrheiten, die man irgendwo aufschnappt, ja, die haben für eine Zeit eine große Lebendigkeit und machen ganz viel. Und dann aber zu beobachten, wann hört das Fließen auf? Ja, wann wird aus einer lebendigen Erkenntnis irgendwie ein
totes Konzept. Und es geht einfach darum zu sehen, inwieweit ist dieser Moment am Fließen hier. Und dann einfach zu schauen, ist das, was der Kopf gerade da anbietet als Werkzeug oder wie auch immer, wo er das gerade herholt, dient es dem Fließen oder dient es dem gerade nicht? Das ist diese Intelligenz, die wir alle haben, da hinzuschauen. Ja. Auch wenn da niemand ist, die Intelligenz, die einfach hier ist. Das Leben merkt es, ob es gerade fließt oder nicht. Das ist nichts, was wir lernen müssen. Ist es nicht so, dass wir in dem Moment, wenn es nicht fließt, eigentlich nicht merken, weil wir nicht vollkommen da sind? Und erst im Nachhinein erkennen wir, oh, ich war gar nicht da. Also, es gibt auf jeden Fall, klar. Und dann gibt es den Moment, wo plötzlich so ein Bewusstsein in dir wach wird, zu sehen, hoppla, was passiert hier eigentlich gerade. Und das ist eigentlich dieser extrem wertvolle Moment, der in jedem Leben sehr häufig auch passiert, wo dann praktisch diese Metaebene passiert und dann kommt, das ist auch der Moment, wo das Ich eigentlich kommt und fragt, was mache ich jetzt? Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Wo diese Ich-Energie sozusagen das wieder in die Hand nehmen möchte. Jetzt kann man sagen, Ich-Energie ist in dem Punkt was Schlechtes. Man kann auch sagen, das ist einfach, also in dem Moment, wo der Kopf anfängt zu beobachten, was eigentlich passiert und sich Fragen zu stellen. Was passiert, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt? Ja, das ist einerseits der Weg ins Problemdenken. Ja, da kann ich dann aus dem, was davor einfach irgendwie eine unbewusste Situation war, ein Problem machen. Eher hier oben. Oder es ist die Einladung anzuhalten, den Körper zu spüren. Vielleicht für die Geschenke zu öffnen, die hier sind, sei es in die Form oder in die Formlosigkeit, die wir gesprochen haben. Ja, sich an Sein zu erinnern. So. Und das passiert natürlich. Wissen wir. Ja, das kenne ich ja gut, dass ich mich dann erinnern kann, oh, ich war weg. Aber im Moment, wenn das geschieht, dass ich dann weg bin, das bekomme ich nicht mit. Mhm. Erst im Nachhinein. Genau. Deswegen fand ich so interessant, dass du gesagt hast, dass wir beobachten sollten, wann das Bewusstsein weggeht, wenn wir nicht mehr fließen. Und dann habe ich gedacht, ist das möglich? Wie kann ich das? Weil dann würde ich auch nicht weg sein, weil dann würde ich so voll sehen. Nee. Da kann ich dann. Klar, letztendlich ist das Gnade, ja. Und auch wenn ich sowas sage, ein Gespür dafür zu bekommen, wann wir aufhören oder wann es aufhört zu fließen. Oder ein Gespür dafür zu bekommen, wann das Denken in Problemmuster reingeht. Das sind dann so Sachen, das wird hier gesagt, das wird da gehört von jemandem oder von einem menschlichen Wesen wird es gehört. Und dann ist es letztendlich Gnade, wenn es in irgendeinem Moment plötzlich wieder an die Oberfläche kommt. Ja, das macht ja niemand. Plötzlich ist die, hoppla, wie ist das gerade mit dem Fließen? Ist das gerade mit der Aufmerksamkeit? Ist die gerade so oder ist die gerade so oder so? Ne? Das sind dann so Sachen, die Teil deiner Natürlichkeit werden und dann aus dir entstehen. Du hörst es und du lässt es ein. Und vielleicht sagt der Verstand, ah, habe ich verstanden. Aber letztendlich wird es sich dann in deinem Leben reproduzieren oder in Lebendigkeit zeigen, wenn es einfach ein Teil von deiner Natürlichkeit geworden ist, beziehungsweise etwas in dir sich einfach erinnert. Ja, es ist nicht meine Wahrheit, die zu deiner wird, sondern es ist deine Wahrheit, die vielleicht in Resonanz kommt. Und ein Stückchen mehr, näher an deine Lebensrealität kommt und ein Stückchen näher an die Bewusstseinsoberfläche kommt und dieses
dass es dann vorploppt, sichtbar wird, kann natürlich vielleicht leichter passieren. Aber es könnte nicht dann passieren, wenn es nicht deine Wahrheit wäre. Ganz einfach. Und je öfter wir uns berühren lassen von dem, unsere eigene Wahrheit, oder je öfter wir uns in Situationen bringen, wo unsere eigene Wahrheit in Resonanz kommt, umso näher kommt es an die Oberfläche vom Bewusstsein und desto leichter wird es sich zeigen in dem, was du Alltag nennst, ja? Unserem Alltagstrott. Und dafür ist Satsang eine wunderbare Einladung.